So, ich habe euch hier was vorbereitet. Wie ihr seht, halber Mond, ganzer Mond, aber auch genauso viel knapp dagelassen wie den hier. Ein bisschen mehr. Ist ja auch völlig egal. So, was ihr hier seht, ist die Leuchtkraft. Schaut mal diese Farben. Es ist gelblich, hier ist es weißlich. Das ist viel heller. Es ist viel. Die Sonne verändert nicht ihre Leuchtwirkung. Jetzt haben mir welche in den Kommentaren geschrieben, die Krater sind noch da, aber sie sind erleuchtet. Ja, ich würde sagen, dass sie gefüllt sind. Es gibt gar keine Löcher mehr. Schaut mal das an. Okay, wir schauen uns das Gesicht an. Das ist die tiefste Stelle und hier gleich Berge, Hügel, wie auch immer. Ihr seht, wie heftig das ausgeprägt ist. Ihr seht das. Auch das war vorhin so, am Anfang, wo der Mond noch zur Hälfte war, hat es sich so ausgeprägt und dann wird alles geglättet. Seht ihr das? Hier sieht man noch ganz leichte Veränderungen, obwohl die Sonne ja hier voll drauf scheint. Jetzt gehen wir hier hin. Das ist das hier. Seht ihr das? Das hier ist noch ein Krater. Hier ist es gar nichts mehr. Es ist nicht ausgeleuchtet, sondern es ist gefüllt. Es ist alles gefüllt. Und jetzt schauen wir uns das Gesicht an. Also das hier habt ihr gesehen. Hier. Jetzt schauen wir uns das Gesicht an. Hier ist das Gesicht. Das ist das große Loch. Das Loch von Loch Ness. Schaut mal, es ist absolut glatt. Hier. Es geht nach außen. Es sieht ganz anders aus. Es ist nicht einfach erleuchtet. Hier seht ihr es. Die zwei Dinger. Hier das und das. Und da ist der Mond. Der Mond. Die zwei Dinger, das größere, das kleinere. Größer, kleiner und das große Loch. Es ist nicht nur. Hier ist es ganz groß. Seht ihr, es ist sogar größer. Und hier ist es kleiner. Also, ich hoffe, das seht ihr. Das ist ganz winzig. Also, ungefähr. Ich würde sagen, das Gelbe, was wir hier sehen, ist ungefähr so knapp 60% von dem Loch. Und hier ist kein Loch mehr. Wo sind die Krater? Es ist alles geglättet. Jetzt gehen wir hier runter. Wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, das, was wir hier sehen, das ist der Mond. Mehr ist nicht da. Und er weitet sich aus. Ich denke, es ist irgendeine Art von Gas, die sich ausweitet. Schaut mal hier. Dieses Ding ist hier dieses Ding. Und das Ding leuchtet jetzt. Ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen kann. Also ich kann nicht allen Menschen hier die Wahrheit präsentieren, weil sie nehmen die Wahrheit nicht an. Also deutlicher kann ich es wirklich nicht machen. Schaut mal hier. Und hier oben. Direkt über diesen Dingern. Seht ihr das? Hier drüber. Hier sind die Verläufe. Es ist absolut nichts da.